Das ist die Nummer 2, Blue Drop von den Starlight Essenzen. Blue Drop hat das blaue Licht von der göttlichen Mutter, was sehr beruhigend und ausgleichend wirkt. Blue Drop kann immer dann eingesetzt werden, wenn besondere Situationen gerade im Leben passiert sind oder passieren, die einen aus der eigenen Bahn werfen, aus der Zentrierung der eigenen Mitte heraus, wodurch dann wie eine Irritation ganz leicht möglich ist im eigenen System. Das heißt, Blue Drop macht sofort eine geschützte Hülle aus dem blauen Licht. Das heißt, der eigene innere Raum, die Klarheit, die Zentrierung wird wiederhergestellt. Und egal, was im Außen auch drumherum passiert, es wirft einen nicht noch zusätzlich aus der Bahn oder bringt neue Erschütterungen mit sich. Das ist also bei kleinen Dingen, man hat sich vielleicht gerade verletzt oder die Kinder sind gefallen oder man hat eine körperliche, sehr anstrengende Zeit oder Operation, aber auch emotionale, psychische, mentale, herausfordernde Situationen im eigenen Umfeld, bricht auf einmal was zusammen oder es passieren Dinge, die dieses innere Gleichgewicht einfach sehr stark beeinträchtigen. Immer dann lässt sich Blue Drop eben einnehmen, auftragen, es lassen sich damit Umschläge machen oder auch als das Spray, direkt in der Aura gesprüht, macht das sofort diesen klaren, zentrierten Raum, in dem sich alles wieder richtig setzen kann. Auch wenn wir zum Beispiel Seminare haben, Weiterentwicklung machen, neue Lichtebenen sich erschließen, auch da ist es manchmal so, dass das natürliche Gleichgewicht noch nicht sofort wieder sich ausgeformt hat und manche sind dann einfach störanfälliger für das, wo sie dann hingehen müssen in der Außenwelt, das berufliche Umfeld. Und auch da hilft Blue Drop, diesen klaren, geschützten Raum, diesen Ausgleich zu bringen, wo sich die Energien ganz von alleine richtig setzen können. Es gibt also ein ganz weites Feld für Blue Drop. Also es ist die Essenz, die seit 2002, denke ich, am meisten benutzt wurde. Die ist ideal, um die in der Handtasche oder in der Hausapotheke zu haben für all die Widrigkeiten oder Herausforderungen, die im Leben halt so stattfinden.